Mein Name ist Jens Maßpuhl. Ich bin ein leidenschaftlicher Golfspieler. Ich hatte leider am 17. November 2003 einen schweren Verkehrsunfall in Thailand auf dem Weg zum Golfplatz. Mein damaliges Handicap war 8,9. Ich bin dann nach Deutschland gekommen, hatte hier 6 Monate Reha, bin querschnittsgelähmt, sitze im Rollstuhl. Aber mein großer Traum war, wieder Golf spielen zu können. Dieser Traum ist wahr geworden. Ich konnte danach wieder Golf spielen und ich spiele weiterhin Golf und bin mittlerweile vierfacher deutscher Meister im Behindertengolf. Golf ist halt das, was mich dann getrieben hat, ja, wieder auf die Beine zu kommen. Ich wollte halt unbedingt wieder Golf spielen können. Ja, und da habe ich auch schon im Krankenhaus alles probiert, mich fit zu machen, damit ich wieder auf den Golfplatz kam. Und als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, stand die Maschine schon draußen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, auf den Golfplatz zu fahren. Ich war noch total fertig gewesen, aber ich wollte nur auf den Golfplatz. Ja, und die ersten 2 Jahre waren schon hart gewesen, wenn der Körper noch so richtig geschwächt ist. Aber das hat mich im Krankenhaus angetrieben, diese ganze Therapie, dieses ganze Hardliner-Ding durchzuziehen, um halt wieder über den Rasen zu fahren mit meinen Kumpels. Ja, das war das große Ziel der Sache. Ja. Ja, das Golfspielen, das bringt dir halt einfach Lebensqualität wieder. Du kannst das machen, was dir Spaß macht. Du kannst mit deinen Freunden zusammen sein. Du kannst mit denen Golf spielen. Also wenn du Golf spielst, bist du da auch ein paar Stunden unterwegs. Und du kannst einfach am sozialen Leben wieder teilnehmen. So, das ist so ein 4-Meter-Putt. Nicht ganz einfach zu handeln. Normalerweise sollte man mit einem 2-Putt im Loch sein. So, der muss jetzt rein, das möchte ich sehen. Und ja, super. Das Leben muss einen Sinn haben. Ja? Es lohnt sich nicht zu leben ohne einen Sinn, ohne Lebensqualität. Und daher möchte ich auch mit einer Behinderung ein normales, glückliches Leben führen. Also ich bin halt weiterhin gerne auch in Frankfurt unterwegs, treffe mich gerne zum Kaffee trinken mit meinen Freunden, gehe abends auf Events, verreise gerne, bin also weiterhin ein sehr aktiver Mensch. Aber ich muss dazu sagen, Deutschland ist halt nicht unbedingt sehr behindertenfreundlich oder barrierefrei. Und es ist manchmal sehr schwierig, irgendwo reinzukommen und man braucht halt dort gelegentlich dann schon mal eine helfende Hand. Also ich habe nach meinem Unfall sehr schnell festgestellt, dass hier in Deutschland noch sehr viel in Sachen Integration, Barrierefreiheit und so weiter zu tun ist. Ich habe daraufhin einen gemeinnützigen Verein gegründet, die Deutsche Unfall- und Katastrophenopferhilfe, abgekürzt DUK-Hilfe. Wir relaunchen gerade die Internetseite mit der Agentur Sinngemäß hier in Frankfurt und setzen uns ein für Integration für Menschen mit Behinderung. Wir möchten einfach nur darauf hinweisen, dass diese Menschen auch am ganz normalen sozialen Leben teilnehmen möchten. Die Webseite zeigt diverse Projekte, die wir haben. Wir haben einmal Golf als Therapiesport für behinderte Kinder. Wir sind sehr aktiv in Thailand, in dem Land, wo ich verunglückt bin. Wir unterstützen eine Behindertenschule, wo 270 Behinderte 2 Jahre ausgebildet werden. Wir werden jetzt im Oktober einen Container mit Hilfsmitteln nach Thailand schicken, wo Rollstühle drin sind. Also Sie sehen, wir sind da sehr weit, sehr gut aufgestellt, gerade was diese Projekte angeht. Nach einem so schweren Schicksalsschlag geht das Leben weiter. Ja? Das Leben ist hart. Ja? Und auch dieser Fall, auch im Rollstuhl zu sitzen, ist verdammt hart. Aber das Leben geht weiter.